Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Das ist Stefan. Wir sind gerade auf dem Weg zu Justin. Wir wurden gebucht für einen Videodreh, mehr oder weniger. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal zu Justin, dann werden wir die Karren aufladen. Da werde ich jetzt euch auch noch gleich mitnehmen, sofern das Licht ausreicht. Aber ich denke mal schon. Jetzt pesen wir auf jeden Fall erstmal in diesem absolut geilen Civic, Junge. Es ist so dunkel, ne? Man sieht kaum was. So. Das ist der Hänger, den wir schon mal anstellen haben. Hi Jörg. Hallo. Jörg, haben wir irgendwo eine Decke oder so? Lego. Oh, oh, Ele. Ich brauche das aus dem Auto aufholen. Ja, liegt im Kofferraum. Oder nee, da ist schon. Die andersrum reinstellen? Ja, würde ich sagen, oder? So, jetzt hältst du gerade, Flo. Ja, ich gebe mir Mühe. Oh, alles mit einer Hand hier. Was ein Profi. Ja, Jungs. Ja, die Holzklötze sind im Weg, ne? So, jetzt kannst du nach ganz vorne. Die Holzklötze waren mal mit der Hänge nicht eh geholt. So. Wir können. Wir können. Wo sind die anderen Stangen? Ja, auf der Wanne. Aha. Gut zu haben. Den. Ja, oh. Nehmen wir LKWs mit? Ja, wir nehmen die. Nimm die mal mit zur Sicherheit, die kleinen. Hast du Bock? Ja, ich hab richtig Bock. Hast du richtig Bock? Ja. Ich hab den Leuten noch nicht verraten, zu welchem Rapper wir fahren. Kannst du mal so eine Strophe rappen von dem? Ah, Bruder, ich kann das nicht. So, wir sind jetzt hier. Warte. Nein, lass offen. Lass offen, da ist ein bisschen windgeschützt für die Kamera. So, was tanken wir denn heute? Normales Super? Ja. Warum? Ich hab nichts zu mischen. Mein Kolbenfresser wollte ich. Kolbenfresser wollte ich direkt haben. Für den Fresser. Digga, diese Aufnahmen, ne? Die kommen sowas von rein, so, Digga. Op. Oha, Digga, oha. Er ist einfach rich. Er ist einfach reich. Digga, wie kannst du dir sowas leisten? Ja, oder als Bruder. Musst du jetzt Auto auch noch tanken? Wolltest du die Radschuhe noch festmachen? Auto ist schon getankt. Okay, sehr gut. Ja, das sollten wir nochmal beheben vielleicht. Weißt du, warum das so war? Nee. Ich mache die Ratsche auf. Ja, okay. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal kurz Essen kaufen, oder? Essen kaufen. Nee, die haben noch bestimmt Buffet da. Buffet? Bestimmt. Safe, okay, dann gehen wir Essen kaufen. Wir sind in der Aral Ab. Aral Ab. Ab. Was nehmen wir denn? Ach, warte, Feuerzeug. So sollte ich wie mein Billet. Zahl deinen Preis wie Ferrari. So Leute, wir sind jetzt auf der Autobahn. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie sieht. So am besten hinten drauf sind die Karren. Und ja, wir haben auf jeden Fall Baba-Wetter draußen. Es ist gottlos am Regnen. Aber wir haben Bock, oder? Justin, wir haben Bock? Ja. Wir haben Bock? Oh, da bist du. Wir haben Bock? Ja. Stark. So, da sind wir. Wir sind hier gerade an der Location angekommen. Bobby und so, die chillen alle da hinten drin und gucken, ob wir gleich noch was filmen können. So, genau, wir gucken, dass wir gleich noch mal eventuell was filmen können hinter den Kulissen. Aber hier seht ihr jetzt noch mal, die Aerox und die Booster haben es beide gut überstanden. Kann man den Standort sagen, ja, ne? Also die Stadt. Bochum. Ja, wir sind jetzt in Bochum und es ist Dreckswetter, es ist der goldene M da hinten. Einfach weg jetzt. Ja, ich glaube, da gehen wir gleich noch hin, oder? Boah, wäre schon geil, ne? Wär schon wild, ja. Aber müssen wir, glaube ich, zu Fuß hin steppen. Sieht zwar nicht weit aus, könnte aber weit sein. Oder das ist voll der Way. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, dass wir gleich noch irgendwie irgendwo was filmen können hinter den Kulissen. So, warte mal, so sieht man mich, glaube ich, besser.
Wir smoken jetzt erstmal eine Zigarette. Und dann sehen wir weiter. Ja, wir sind jetzt hier auf jeden Fall gerade in der Location. Wie sieht das jetzt da alles aus? Oh. Gleich wird Verfolgungsjagd gedreht. Ja genau, gleich wird die Verfolgungsjagd wahrscheinlich gedreht. Die Aerox durfte jetzt schon... Ein paar Mal hat jetzt, auf Boden liegen. Lag da vorne ein paar Mal auf Boden, ja. Genau. Hat der die Sanft abgelegt oder so hingeschmissen? Nee, der hat die Sanft abgelegt. Stören wir gerade? Nee, nee, alles gut. Ist nur für so ein bisschen nebenbei. Macht ihr das? Danke, das ist eine schöne Aufnahme von meinem Roller. Ja. Was sagst du? Geht jetzt weiter, ja. Ist schon schön, der E6. Jo, 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 hier ist Max Alex, der Director, Alter. Heute drehen wir ein krasses Video. Hier war die Szene auf jeden Fall. Heute mit Aerox Roller, getuned, miese. Zu wild, Jungs, passt auf. Und versteckt immer euer Kennzeichen. Wisst ihr Bescheid, habt ihr gehört? Ja, bei dem wird man sehen, oder? So, gerade abgecheckt. Wir machen jetzt auf jeden Fall Location-Wechsel. Heißt, dieses wunderbare Schmuckstück am Spiegel muss jetzt wieder aufgeladen werden, gar kein Bock. Jungs, die Straße ist mit Auto 2 Minuten von hier. Okay. Kannst du auf den fahren, Justin? Ja, kann ich aber auch sein lassen. So, dann werden wir die Dinger jetzt verzuren und dann geht's weiter. So, wir stehen jetzt hier, warten noch darauf, dass hier jetzt alle rausfahren. Und dann geht es weiter zur nächsten Location, da wo Bobby dann die Karre fährt. Und da werde ich auf jeden Fall dann weiter filmen. Aber jetzt müssen hier erstmal alle rückwärts raus. Stark. Zu der gleichen Location. Oh, jetzt geht's los hier. Auf jeden Fall schon bei Anschluss. Straßensperre ist eingerichtet. So, da fährt die Kolonne. Let's go. Ich dachte, das wäre ein Kopf. Ach so. Nicht schlecht! Was ist das? Schlafe Hübschen! Wo ist der Sobat? Hier im Hackzeug! Hier, du hast keine Kleider, die Straße ist nur Einbahnstraße. So, da steht Bobby. Der fährt jetzt mit der Aerox los. Verfolgungsszene mit dem A6 wird jetzt aufgenommen. Ja, und da hinten steht der Anhänger mit der anderen Karre drauf. So, da hinten stehen die jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da. Ich musste gerade auf Justins iPhone wechseln. Ich verstecke mich immer so ein bisschen hinterm Anhänger, damit man mich nicht ganz so sieht. Nachher heißt es, ich habe die Szene zerstört oder so ein Scheiß. So. Gehen wir mal hier so hin. Ich komme jetzt nämlich von da hinten angefahren. Mit Blaulicht und dann mit der Aerox. Geht das gar nicht? Nee. Aber so laut ist gar nicht, ja? Nee, eigentlich, an sich ist sie gar nicht so laut. Ich ist ja auch noch nicht vollgas. Noch lange nicht. Siehst du so eine Aufnahme, 5 Leute hinter dir. Kannst du stehen, 6?
Ja, die lädt aber gerade irgendwie nicht. Ja, bin noch dabei. Ah, Bobby kriegt auf jeden Fall gerade die Aerox nicht an. Safe Zündschlüssel umgedreht.